herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Rundgangs über die Bau 2011. Wir haben wieder jede Menge interessanter Themen für Sie vorbereitet, sind Dingen auf den Grund gegangen. Hier unser Themenüberblick. Nano und Bionik. Bauen im Einklang mit der Natur. Bau-IT mit Bits und Bytes in die Zukunft. Bauen nach dem Vorbild der Natur, kleinste Teilchen für große Oberflächen nutzen. Nano und Bionik spielen eine große Rolle für unser Morgen und Übermorgen. Neben mir steht Professor Heckel vom Deutschen Museum, ausgewiesener Experte in diesem Fachbereich. Herr Professor, welche Rolle spielen denn Nano und Bionik jetzt in der Bauwirtschaft? Also ich würde mal sagen, sie haben immer schon eine Rolle gespielt, denn jegliches Bauen baut letzten Endes mit den Atomen und Molekülen, die uns die Natur zur Verfügung steht. Neu ist und neu wird sein, dass wir viel mehr verstehen, wie die Natur aus Atomen und Molekülen, aus Nanoteilchen, all die Materialien, all die Bauwerke, all die Konstrukte erschafft, die uns umgeben. Vielen Dank, Professor Heckel. Und wir schauen uns jetzt einige Beispiele aus der Praxis an, auf der Messe. Ein Dach muss heutzutage nicht nur dicht sein, sondern sollte auch noch ansprechend aussehen. Und das möglichst über einen sehr langen Zeitraum. Doch Witterungseinflüsse und Ablagerungen trüben immer wieder den Gesamteindruck. Eine spezielle Oberflächenbeschichtung sorgt für Sauberkeit. Die Beschichtung besteht aus dem Mineral Anatas. Das ist ein Mineral, welches in der Natur vorkommt. Also keine chemische Substanz oder sonst irgendetwas. Und damit auch vollkommen natürlich ist. Und dieses Mineral wird durch UV-Licht angereichert, also durch das normale Sonnenlicht, also auch ohne irgendwelche chemischen Einflüsse. Und damit ist es vollkommen unbedenklich und ist auch durch den Brennprozess fest mit der Oberfläche verbunden. Anstoß für die Entwicklung von Erlus Lotus war die Auswertung von Kundenwünschen. Wir haben zu Beginn der Entwicklung eine Untersuchung gemacht im Markt, die da besagt, dass das Bedürfnis des Kunden, ein sauberes Dach zu haben, ausgesprochen hoch ist. 70% der Befragten sagten, sie hätten gerne ein sauberes Dach. Also es ist ein Grundbedürfnis, dass das Dach sauber ist. Und das war für uns auch der Anstoß, die Entwicklung von Erlus Lotus voranzutreiben. Die Anforderungen an Fliesen beschränken sich nicht nur auf eine ansprechende Optik und vielfältige Anwendungen. Fliesen sollen auch multifunktional sein und mehr können als nur das Auge zu befriedigen. Bionische Eigenschaften sind schon fast ein Muss. Alle Fliesen, die Sie im Hintergrund sehen, sind mit einer sogenannten Titanoxidbeschichtung. Dieses bedeutet, dass die Fliese, sobald Licht und Luft herankommt, SO2 zersetzt. Das bedeutet also, die Luft wird gereinigt von Stickstoff. 1000 Quadratmeter Fliese oder Fassade, keramische Fassade, reinigen die Luft so viel wie 70 Bäume im Jahr, wie 70 Laubbäume im Jahr. Und zwar reversibel ein Leben lang, weil der Prozess, wie beim Katalysator, sich halt eben nicht verbraucht. Die Anwendungsmöglichkeiten von Hydrotech-veredelten Fliesen beschränken sich nicht nur klassisch auf Bad oder Küche. Sie kommen zum Einsatz sowohl im Bad, sowohl in Kliniken, Hospitalen. Wir wissen, dass wir zum Beispiel in Operationsräumen, wo Hydrotech-beschichtete Fliesen eingesetzt werden, nach wenigen Monaten 80-90% weniger Bakterien im Raum haben, weil die zersetzt werden. Und da kommen die zum Einsatz. Das heißt, wenn Sie ein Bad mit Hydrotech haben, kommen Sie gesünder raus, als Sie reingehen. Ist das nicht schön? Ohne Selbstreinigungseffekt lassen sich Fliesen für die Oberflächengestaltung kaum noch vermarkten. Eine Marktlücke sind veredelte Natursteinfliesen, die nicht nur schick sind. Neben Selbstreinigung und hoher Abriebsbeständigkeit bieten sie Einsatzmöglichkeiten selbst für ungewöhnliche Objekte. Wir positionieren uns als Vitra für die Projekte, für das Objektgeschäft. Und deswegen ist diese neue Lösung für die Objekte gedacht, also für die industriellen Bereiche. Es kann ein Gebäude sein, es kann ein Einkaufszentrum sein, oder es kann ein Restaurant sein oder ein Tunnel, Sauna, Schwimmbad, also solche gewerblichen Räume. Die Bau beeindruckt mit immer aufwendigeren Ständen. Die großen Hersteller warten mit Innovation um Innovation auf. Doch es sind nicht nur die großen Dinge, die hier für Eindruck sorgen. Auch im Kleinen gibt es jede Menge zu entdecken. Unter dem Motto baut Bildung auf, sammelten Purit Baustoffe und Fernsehlegende Nina Ruge 30.000 Euro für Schulprojekte der UNICEF in Afrika. Dafür haben sie ein, finde ich, sehr spannendes Projekt an einer Schule, der Fachoberschule hier in München, die Rainer-Werner-Fassbinder-Oberschule, gewonnen. 4 Oberstufenklassen, die haben sensationelle Bilder, Leporello, aber auch Steine bemalt.
und eine Ausstellung hier eben gerade für uns eröffnet. Und für all das zusammen haben wir 30.000 Euro für UNICEF bekommen. Beton galt lange Zeit als reiner Zweckbaustoff. Massiv verbaut, unschön in der Optik und nur beschränkt in der Einsetzbarkeit. Mittlerweile ist Beton als Bau- und Gestaltungselement schick. Auf der Bau präsentiert sich Beton als Baustoff der Zukunft. Wir sind hier mit einer Klimadecke, die auch das nachhaltige Bauen unterstützt in Bezug auf das Energiemanagement der Gebäude. Wir zeigen Wandbaustoffe und auch Wandkonstruktionen mit neuen Dämmstoffen wie der Vakuumisolierpaneele, mit der es möglich ist, eben Passivhäuser mit geringen Wandquerschnitten zu erzeugen. Dadurch sparen sie Raum, dadurch haben sie mehr Wohnfläche in vorhandenen Maßen. Und wir können auch dadurch diesen Plus-Energie-Ansatz des Bundesbauministeriums unterstützen, gerade eben in diesem Bereich Zukunft bauen, hier deutlich an den Kunden heranzubringen. Partnerschaften helfen nicht nur der Branche am Markt zu bestehen, sie dehnen auch die Geschäftsbasis auf die wichtigen internationalen Märkte aus. Wir haben einen Partnerschaftsvertrag mit der Messe München und der Bau generell abgeschlossen. Sie waren auf unserer Messe, jetzt kommen wir zu Ihnen, weil wir untereinander kooperieren und Informationen austauschen. Wir sind also hierher gekommen, um unsere Messe in Kooperation mit der Bau bekannt zu machen. Online gehen, googeln, das sind mittlerweile Begriffe des täglichen Lebens. Ohne Computer geht heutzutage fast gar nichts mehr. Und das gilt natürlich auch für die Baubranche. Modernes Bauen und das Betreiben von Gebäuden ist heute ohne die entsprechende Software nicht mehr möglich. Sie hilft, strukturiert zu arbeiten, Fehler zu vermeiden und Kostenvorgaben einzuhalten. Zuvorderst sind die Anwender, natürlich später die Nutzer. Die werden ständig mit dieser IT und mit den Segnungen dieser IT zu tun haben, die sie vielleicht so gar nicht erleben, weil es das ist, was wir Embedded Software nennen. Also in ihrer Heizung, um ein Beispiel zu nennen, steckt natürlich ein Computer drin, ohne dass sie dauernd an den Computer denken, der in der Heizung drin ist. Aber ganz wichtige Zielgruppe, Anwender, sind natürlich die Planer. Wenn das Gebäude erstellt wird, so wie wir heute mit einem Auto zunächst einmal im Cyberspace einen Crashversuch machen, lange bevor der erste Prototyp gebaut ist, können wir heute mit Virtual Reality Gebäude komplett erstellen. Sie können durchlaufen, sich drin aufhalten, unterhalten, um mit anderen Planern etwas abzustimmen. Moderne Software vereinfacht Prozesse ungemein. Umso mehr, wenn Anwendungen einfach zu bedienen sind. Die Bedieneroberfläche, intuitive Bedienerführung, ist heute auch ein wichtiger Schwerpunkt bei den Kunden, weil sie ganz einfach nicht mehr das Bedürfnis haben, über einen langen Schulungsprozess in die Thematik sich einzuarbeiten, sondern die Kunden wollen sich heute an System setzen und starten. Bau-IT hilft den Planern auch bei der Verwirklichung kompliziertester Gebäudestrukturen und lässt außergewöhnliche Designideen Wirklichkeit werden. Ein Spezialist für diese Art der Vorentwicklung ist Bentley. Wir sind besonders stolz darauf, dass sehr bekannte und namhafte Bauprojekte weltweit mit unserer Software geplant wurden. Dazu gehören zum Beispiel der Swissre Tower, die Gurke in der Londoner Skyline, die Dubai Mall, eine Shopping Mall mit 8 Kilometer Länge, ein Paradies für jeden Shopping-Fan. Dazu gehören aber auch in Deutschland zahlreiche Projekte, wie zum Beispiel der Berliner Flughafen, der gerade komplett neu gebaut wird. Oder auch die Automobilindustrie wie Volkswagen und die anderen deutschen Premium-Marken nutzen unsere Produkte, um ihre Fabriken zu planen. Hightech, IT, Eindrücke über Eindrücke, die Bau ist eine gigantische Messe. Doch diese beiden kann nichts erschüttern. Bautalk mit Manger und Arendt. Ja, Herr Arendt, Bauindustrie heutzutage hat ja nicht mehr so viel mit Low-Tech zu tun. Ist ja wirklich High-Tech. Beispiel Bau-IT. Wir stehen ja hier mitten in unserer Bau-IT-Halle. Ja. Ohne IT-Lösung geht am Bau gar nichts mehr. Das ist richtig. Ja. Wir haben ja sogar eine Preisverleihung zu dem Thema. Eben gerade deshalb. Auf IT gebaut. Ja. Wobei der Preis Programm ist. Ja. Denn, wie Sie sagen, ohne auf IT gebaut geht heutzutage nichts mehr. Und sehr prominent verliehen, sogar der Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsminister, der Herr Hohmann, hat das verliehen. Und ich habe was gelernt bei der Preisverleihung. Ja, was denn? Bau-IT ist nicht nur kompliziert. Ja? Das macht die Dinge auch einfach. Ja. Ein Preis hat zum Beispiel jemand bekommen, der ein Softwareprogramm für Fliesenleger
entwickelt hat. Da kann der Fliesenleger quasi virtuell Fliesen legen und schauen, wie die Farbe aussieht, wie die Form aussieht. Ja, genial. Und er kann sich einen Verlegungsplan erstellen. Ja, super. Und ich habe damals noch kompliziert Fliesen ausgesucht mit meiner Frau. Da kann man mal sehen. So haben sich die Zeiten geändert. Aber wir haben ja noch so ein komisches Thema auf der Bausonde. Genau. Kompliziertes, oder? Ja, ein sehr kompliziertes. Bionik und Nanotechnologie. Das ist natürlich ein Hightech-Thema für die Bauindustrie. Aber Bionik ist in aller Munde. Also bionische Lösungen, sich von der Natur was abzugucken, ist ja in vielen Bereichen schon sehr modern und kommt jetzt auch in der Bauindustrie an. Und das zu Recht. Bionik, da denkt jeder so an die Lotus-Effekt und sowas. Genau. Ja, so selbstreinigende Fliesen und sowas. Ja. Aber es geht ja immer weiter. Ein Vortrag heute in dem Kongress hier hatte was mit Schildkrötenpanzer zu tun. Schildkrötenpanzer, Schildkrötenpanzer als Vorbild für Leichtbauelemente. Ja, das super. Ist doch was. Genau. Also Leichtbau hat ja wieder was mit Nachhaltigkeit und unserem Leitthema zu tun. Genau. Und da kann man sich was vom Schildkrötenpanzer, weil der ist leicht und fest. Ja, genau. Und das ist genau der Sinn von der Nanotechnologie, genau solche Materialien zu nutzen und das eben auch im Bau und das zukunftsorientiert für die nächsten sicher 10, 20, 30 Jahre. Wobei Nano ist wieder, ist ja noch komplizierter als Bionik. Ja. Nano ist die Welt in klein. Ja. 10 hoch minus 6. Haben Sie aufgepasst in Mathe? Ich hatte Physik Leistungskurs. Also, was ist 10 hoch minus 6? Ah, das ist schwierig zu beantworten. 0,00000006 Nullen. Genau. 6 Nullen. 6 Nullen hinterm Komma. Ja. So muss man sich Nanotechnologie vorstellen. Aber die Bau ist nicht Nano, zum Glück. Die Bau ist big. So ist es. Vom Handy-App bis zum Lotus-Dach. Unsere Themen haben heute einen weiten Bogen gespannt. Doch das ist noch längst nicht alles. Morgen geht's weiter.